räume hier wieder auf. Alter. Ups, Entschuldigung. Lebe ich eigentlich noch, oder? Bitte? So, ich mache mal ganz schnell Anmoderation und dann können wir quatschen, wie wir wollen. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Play. Beam. So, heute sind wir richtig teilreich vertreten. Einerseits ist die Calypso da. Hallo. Dann der Kagumi. Ja. bisschen nicht ganz so guter Laune. Und der Lutz ist auch dabei. Prinzessin. Hat er mir heute auch im WhatsApp geschrieben, ey. Ich so, yo Lutz, heute 18 Uhr arg. Er so, nur geschrieben, zurück Prinzessin. So, wir haben ganz tolle Pläne für die Session. Wenn wir jetzt nicht irgendwie weggeratet werden, wollen wir jetzt unsere Basis ganz schnell noch ein bisschen sichern, wollen ein bisschen Muni in die MG-Stellung hauen und im Anschluss wollten wir dann selber mal einen Raid ausführen. Ne? Und deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir dann jetzt noch ein bisschen scouten und ich werde vielleicht dann einfach mal losfliegen und dann auf der Karte markieren, wo die Gegner irgendwelche Basen gebaut haben und wenn da was Größeres ist, dann machen wir vielleicht mal einen Raid. Da müssen wir uns jetzt aber noch ein bisschen überlegen, wie wir das alles anstellen und richtig so. Richtig eskaliert und vielleicht ein bisschen aber besser als das letzte Mal. Also gut, das letzte Mal, wo wir das letzte Mal aufgenommen hatten, ne? Ja, wo war, wann war das? Keine Ahnung. Letzte Woche. Nicht. Ja, es lief auf jeden Fall nicht so gut. Das mit dem Kanu und so, das war alles irgendwie, war da ein bisschen der Wurm drin gewesen, ich weiß es nicht. Gekriegt. Ja, man, ja, das war übel. Da war nicht mal einer. Da war keiner gewesen, ja, ich weiß. Der Kanu, der hatte mich... An zwei Dinos war es verreckt. Ja, man, das war übel. So, Rapunzel und Prinzessin sind sogar noch da, wunderbar. Also ich würde ja erstmal losziehen schnell und versuchen, Flugsaurier zu tamen, weil wir haben keine mehr, die sind alle gestorben. Ja. Ihr seid immer noch an der Base, oder? Ja. Wir sind an der Base. Da liege ich aber auch noch lebend drin, oder was? Jo, du liegst da noch drin, in der Ecke. Liegst da noch. Hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Aber ich würde ja am liebsten nicht alleine losziehen, Flugsaurier. Wer meldet sich und kommt mit? Ja. Ich muss updaten gerade noch. Ja, dann mach ich das. Stimmt. Okay, dann ziehe ich mit Kagome mal los am besten. Jo. Ja, never walk alone. Ja, also jetzt gerade jetzt, weil alle wissen, wo wir sind und ja. das wird jetzt, glaube ich, immer krasser so. Ich meine, die werden gut heute alle eskalieren. Ja, wir werden auch übelst eskalieren. So, und dann Headshot-Beam tot. So. Kann passieren, Leute. Kann passieren, aber eigentlich genau, nicht. Genau, so aus dem Fenster geguckt, bam. Hat ja auch viele nachgefragt, Beam, darf ich dich auch mit einem Vogel greifen? Beam, darf ich dich auch mit Dino töten? Das ist natürlich alles erlaubt, ne? Also, da kann man machen, was man will. Tür. So, wo ist denn Lulu? Ah, hier ist Lulu in der Ecke. Oh, Lulu ganz alleine. Sitzt gerade die Strafe ab hier. Lulu hat Mist gemacht. Sieht wirklich so ein bisschen sauer. Yeah. Wo ist Knuffel? Da bin ich echt so bei Lulu essen? Am Arm. Echt? Ja. Wo? Warte mal, bleib mal stehen. Nee, bei mir ist er normal. Knuffel ist so knuffelig. Echt? Ich sehe das nicht. Ehrlich? Da ist ein Adler. Guck mal, Jungs. Ja. Wollt ihr den? Ja, ein Adler wäre eigentlich fast geiler als ein Greif, finde ich. Der greift Perpetual an. Was auch immer also das ist. Lass den mal tamen. Ich hab keine Pfeile. Ja. Ich hab Pfeile. Ich übernehme das. Okay. Ja. Macht mal Dinos auf Passiv hier. Okay. Aber pass einer bitte auf mich auf. Ich hab Angst, dass jetzt irgendwie hier ist Steini übrigens. Oh, Steini lebt auch noch. Sehr gut. Steini ist noch am Leben, ja. Aber der ist ja auch 150. Ja. So, da ist er. Prinzessin ist aber weg. Nee, die ist der Affe-Prinzessin. Nein. Was? Der ist tot oder was? Ja. Prinzessin. Muss auch betonen. Prinzessin. Aber Patsche müsste den auch tame eigentlich. Oh, nicht mehr draufballern. Betäuben, oder? Was ist denn Patsche? Nein, ist das gut. Patsche ist das mit dem Stein, mit dem hier die Kopfnuss. Oh ja. No. Ach so. Boah, der sieht aber mies böse zugerichtet aus. Ja. Also mit Patsche würde ich das gerne mal ausprobieren mit dem Betäuben und so. Ich mach mal für den eben einen Sattel. Was ist denn das mit dem Dino? Das wie heißen die denn? Patchy. Also. Patchy, okay. Kenn ich gleich mal. Patchy. Keine Ahnung, ich kann es nicht ja, aussprechen. Die Adler essen Fleisch, ne? Mhm. Ja. Okay. So, guck ich mal. Patchy. Patchy, der Perron. Hier, ich hab's, okay. Okay. So. Nimm. Okay, der wird schon getamed, das läuft schon. Fleisch hat er auf jeden Fall. Und da haben wir schon welche im Chat geschrieben, dass sie gleich hier an unserer Position sind. Also wir müssen echt aufpassen. Oh, ich kann ihn benennen. Wie soll ich ihn nennen? Ja, ich werde mich gleich mal erstmal auf Lauer legen mit dem Sniper. Ja, wir haben, wie gesagt, wir haben uns auch auf dem Pronto, den musst du dir mal angucken. Ja, stimmt. Mit der Festung drauf, oder? Ja, da sind auch Stellungen. Das sieht total krass aus. Also ich finde es mal schade, dass man keine Killmeldung angezeigt bekommt, wenn man mit einem
mit den MG-Stellungen jemanden tötet. Ja, da hätte ich immer gerne Infos, weil da müsste man auch sofort, wenn man angegriffen wird, wenn man weiter weg ist und ach, so. Der folgt wieder, Dino Opsa. Jo. Dann komm mal her, Gerhard. Also müssen wir von Greifen, wie heißt der Greif hier? Weil dann würde ich den auch mal gleich skillen, noch den Sattel dafür. Argentavis. Okay, das ist bestimmt weiter unten, hm? Schätze ich mal. Ja, ich denke ja, Adler fände ich sowieso besser, weil ich glaube, die sind, halten insgesamt mehr aus und so, ne? Ja. Weil das fiese ist, die Flugsaurier, ey, die normalen, die schießt du mit einem Schuss mit der Sniper weg, weil die achtfachen Schaden nehmen oder so. So, habe ich das geskillt jetzt? Ja, ich glaube, ich hatte schon geskillt. So gut, dann gucke ich mal eben, was ich brauche. Mach erstmal für diesen einen komischen Rambock. Weil ich will mal versuchen, mit dem Lust zu ziehen und mit dem mal, genau, mit dem mal irgendwie zu betäuben. Mal sehen, wie das funktioniert. Die Hausfrau. Nein! War ich ihn durch? Ich habe auf dem blöden Gorilla Rechtsklick gedrückt. stopp, da unten ist jemand. Da unten ist jemand? Ja, da ist jemand. Ich besuche ihn mal. Ja, der soll mal an dem Pronto vorbeilaufen. Soll ich mal sagen, er soll mitkommen? Ja. Ja. Ich zeig dir mal den Pronto. Guck dir mal den Pronto an. Hallo? Wo ist er denn? Hier unten. Haben wir eigentlich Munition so ein bisschen auf Halde oder? Halle, komm. Nee, wir müssen unbedingt noch Muni herstellen. Sollten wir das jetzt, glaube ich, als nächstes mehr ziehen, weil wenn wir jetzt irgendwie loslaufen, brauchen wir, glaube ich, nicht mit 50 Schuss losziehen, ne? Der kommt nicht. Wieso kommt denn der nicht? Ach, da hinten. Hallöchen, hallo, hallo. Du bist auf dem Affen, oder? Ja. Hallo. Kann ich, du bist echt gemein, das ist eigentlich. Willst du mal unser Pronto sehen? Bitte? Ja, guck, komm mit. Ist jemand ein Crunches? Oh, ist das fies. Oh, Kali, du bist so gemein. Achtung, Achtung. Ich hab sogar die Rücksicht an, Rückansicht. Ich hoffe, du filmst. Ja, natürlich. Er ist gerade hinter dem Baum. Ja, wo ist denn der jetzt hin? Wo bist du denn? Hallo? Muss näher kommen mit? Oh, tut mir gerade voll leid. Ja, echt jetzt, Kali? Tut dir echt leid? Ich hab nicht so den Eindruck. Der versteckt sich hinter den Felsen. Der ist clever. Ich glaube, der schnallt es. Oh nein, nein, nein. Okay, er läuft weiter. Also auf jeden Fall die MG-Stellung zielt zumindest so, schon. Ach du. Bewegt sich. Achtung, und? Die schießt nicht? What? Leer? Nee, eigentlich nicht. Die schießt nicht? Der ist hier noch. Der ist direkt in der... Der wenn der jetzt da drauf steigt. Geil, gell? Wieso funktioniert denn das nicht? Lol. Das funktioniert nicht. Also die dreht sich dahin auf jeden Fall, ja. Die schießt nicht. Ja, dann ist sie leer. Jetzt. Oh, nein, ich hab nicht hingeguckt. Oh, ist das gemein, Kali. Oh Mann, okay, jetzt, Aber ihr wollt ja unbedingt den Pronto sehen, ne? Das war tödliche Neugier. Der hat drauf bestanden. Der wollte unbedingt, der hat zu mir gesagt, hey, Kali, zeigt mir mal euren Pronto, der hat sogar eine Plattform drauf. Und ich so, ja. Naja. Och nein. Also Leute, ne, vertraut nicht der Kali hier. Also, das ist ja... Oh nein. Das ist echt übel. Oh, was hat der? Oh, was ist das denn? Oh nein. Was denn? Der tut mir leid. Der hat so ein Rackstormed Glasses Saddle. Für die T-Rex sitzt so eine Brille, so eine chillige. Wo hat der die denn her? Cool. Kriegt man die jetzt? Die kann ich nicht nehmen. So eine YOLO-Swagger-Brille für den Rex. Ach, Manu. Vielleicht, wenn ich ihn kaputt kloppe. Der ist ja schon tot eigentlich. Nee, das Zeug von denen kannst du nicht aufheben, das geht Och, nicht. Och Mann. So gut, Leute. Kakumi, wir können jetzt gerne losziehen. Jo. Hey, Lutz. Lutz is alive. Aber mit deinem Helm, da siehst du ja mal richtig gut aus, ne, wenn man dein Gesicht nicht sieht. Und das hin. Weil diese übelst lange Waffe, Alter, das ist so witzig. Jo, ich brauche Muni. Jo, Muni. Genau, jetzt wollte ich mal ein bisschen was machen. Ich muss erstmal hier auf den neuesten Stand bringen. T-Rex, guck mal, der ist auch neu. Guck mal, hier, der ist auch neu, wo ich jetzt stehe. Weißt du, wo stehst du? Hier. So, Sattel. Ah, nice. Das kann ja auch hier so wieder so ein Mini-Kano, ne? Ist ja witzig. Der hat so einen Charge-Angriff mit seinem Kopf, weißt du? Mit dem kannst du betäuben. Kann der abbauen? Dann weiß ich gar nicht. Wo ist der Pronto? Der ist hier unten. Der ist unten am Strand.
kann ich mit dem eigentlich. Okay, also mit dem kannst du Holz und so abbauen, das bringt nicht sonderlich viel. Aussieht. Ich geh mal auf die andere Seite. Zu Hause. Juhu, den hätten wir auch. Wie nenne ich den mal? Ich hab keine Ahnung. Hartmut. Die Tür offen gelassen hier. Was, Hartmut? Hartmut. Der eine heißt Gerhard. Heißt der jetzt Hartmut? Hartmut? Hartmut. Gehst auf die klassischen Namen, ha? Total. So alte Herrennamen. Ich würde sagen, wir ziehen das mal durch, hä? Ja. Okay, dann gebe ich dir mal noch den Sattel. Als erstes, der nette Gerhard. Ja, hätten wir. Und dann noch Hartmut. Hier ist Hartmut. Sehr, sehr schön. Huch. Was haben die in einem Raid? 350, oh, das ist echt geil. Gut. Greifen sind echt gut. So, dann rauf hier. Auf was kriegen wir die? Stamina, oder? Erstmal Stamina nach oben. Wow. Wie wir hatten, ja. Oh, mein hat schon 1000 Stamina. Nice, nice, nice. So, ich mach mal ganz kurz die Fackel an, damit du mich siehst und dann am besten Fackel aus und du folgst einfach meinen Namen. Jo. Aber dass wir echt gut zusammenbleiben. Und dann gucken wir mal, wo wir hier Gegner finden. Ist gerade jemand auf dem Vogel und hat eine Lampe an? Ja, ja? Okay, dann seid ihr das. Ich hab die Lampe an. Dann seid ihr das. Ich hab die Lampe an, ich bin der Lampenmann. Ja, also sicher sind ja auch tierisch überladen. Ich mach mal den Chat aus eben, der stört jetzt gerade ein bisschen. So. Dann mach ich auch. Dann gucken wir mal, irgendwas leuchten sehen. Wenn wir irgendwas leuchten sehen, dann wissen wir, da sind wir hier. Ich mach die Viecher mal wieder neutral. So. Ist ja schon jetzt ein bisschen aufregend hier. Aber wir können einfach runtergeballert werden, ne? Ein Schuss reicht. Jo, hast du Fallschirme dabei? Jo. Weil dann ist alles cool. Ich mach mal meinen Fallschirm auf die 1, damit ich da besser rankomme. So, damit ich da schnell reagieren kann. Oh, jetzt wird's schon wieder hell, Alter. Scheiße. Stimmt. 75, 85 sagt da gerade einer. Irgendwo. 75, ja, das ist ja auf der anderen Seite der Insel. Oder? 75, 85? Ja. Also, auf jeden Fall nicht bei uns. Da, das Tor ist zu. Nee, du hast zu? Okay, dann ist ja keiner gewesen. Aber auf der anderen Seite war ja auch noch was. Hört man mich noch? Ja. Ja, okay, höre dich. Ich dachte gerade, mein Internet ist mal wieder weg. Ja, es ist verlassen, das Ding. Ach, Spark brauchen wir dafür. Oh. Aber den seine Stamina hält viel länger, ne? Jo, super angenehm. Also ein Greif ist echt deutlich geiler. Das ist nicht ganz so schnell, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber das ist jetzt nicht so wild. Könnte man ja auch noch nach oben skillen. Auf jeden Fall hier auf der anderen Seite, da war glaube ich ein Haus gewesen. Ja. Das ist auch kaputt. Du hast ein Haus schon mal platt gemacht, wo wir fast verreckt sind? Ich glaube ja, mittlerweile haben wir es platt. Hä? Ja. Da ist das Haus. Ja. Ey, da ist jemand mit einer Fackel rechts von uns. Rechts von uns? Ja, am Strand steht da einer. Ah, da. Ey, das sind zwei, da ist einer mit Triceratops. Mit Triceratops ist auch noch einer. Das sind zwei sogar. Okay, lass mal im Wald landen. Ja. Bist du an mir dran? Ja. Ich lande jetzt hier. Ja. Ich weiß nicht, ob die uns gesehen haben. Haben die uns bemerkt? Weiß ich nicht. Wir sollten nur unsere Greifen auf passiv stellen, glaube ich. Auf jeden Fall. So, Sniper. In Deckung gehen. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier aufräumen können. Ach. Und lass ein bisschen absprechen, wann wir ballern und so, ne? Ja. Der eine hat auch einen Triceratops. Der wird uns wahrscheinlich angreifen. Der ist gerade auf dem Ding hier, auf dem Foundation. Siehst du den? Nee. Ach da, ja. Einer. Warte mal. Ah, dein Flugviech folgt dir noch. Das ist ungünstig. Ich habe mal U gedrückt. Der müsste jetzt eigentlich landen. Das ist deiner. Nee, Hartmut folgt dir jetzt. Okay, sehr gut. Ich hab ihn kurz nach hinten gezogen. Ist er noch da? Ja, der steht da. Okay, dann lass das mal den wegballern. Okay, ich schieß jetzt. Ja. Soll ich schon T-Rex los? Der Steini müsste noch irgendwo auf dem Weg lang schlurfen. Treffe ich den überhaupt? Also eigentlich müsste ich da...
Lol. Lass mal gucken, ob du den findest. Ja, ich geh mal hoch wieder. Ah, jetzt. Ich glaube, der Triceratops kommt jetzt. Ja. Ich glaube, wir sollten... Okay, seine Rüstung ist weg. Ah, hier ist Steini. Ja, lass erstmal wieder auf die Vogel drauf. Ich nehm Hartmut. Och, Steini. Jo, ich nehm Gerd. Also seine Rüstung ist schon mal kaputt auf jeden Fall. Ja. Kali, vielleicht sollten wir es so machen, dass ich oben bleibe, dann mit Steini und du kommst mit dem T-Rex einfach immer nur und Das können wir auch machen, ja. Wo ist denn der Kollege? Ich würde mal versuchen, den zu greifen. Ja. Da ist er. Ah, Steini, ja, ist eine Waffe, oder? Beladen. Oh nein, der hat einen Bogen. Wie gesagt, das war eine Eisenader. Hab ich ihn? Ja. Ich hab ihn. Okay, ich flieg hoch. Ja. Er haut mich. Okay, ich muss ihn fallen lassen. Stirbt er jetzt? Ja, warte. Blatt. Ja, tot. Oh nein. Ja, nice. Weil er kein Fallschirm dabei hat. Ey, der hat aber schon eine kleine Granitrüstung dabei gehabt, glaube ich. Also. Boah. Was, eine Granitrüstung? Der hatte eine Granitrüstung an. Granitrüstung. Aber dein... Ja, der Vogel ist fast down. Ja. Ah, da hinten waren noch mehr gewesen. Da waren, glaube ich, noch mal zwei oder so. Meinst du vielleicht Chitin? Oh. Lass ihn mal eben looten. Ah, shit, der Triceratops kommt jetzt, glaube ich, ne? Ja. Hat er irgendwas dabei? Was Sinnvolles? Nee, ich würde. Egal, der folgt mir hier. Wasser. Hä? Oh. Würde sich gerade selbst ertrinken? Was denn? Guck dir mal den Triceratops an. Was macht denn der? Ne, der folgt dir wahrscheinlich, oder? Oh, ist so gut. Das ist so gemein. Der Arme. So, ich hab Level up mit dem. Ich skill mal. Ich weiß es gar nicht. Stamina erstmal weiter. So, Level 17. So gut, dahin waren aber auch noch welche gewesen. Hinten waren auch noch welche. Ja. Mindestens einen habe ich hier noch gesehen gehabt. Ja. Da hinten, ich sehe ihn. Na, hier ist ja noch Munition drin. Fallschirm. Oh, der, hat sich jetzt voll in den Bäumen hier versteckt, Alter. Warte mal, wo war denn der? Der war hier irgendwo gewesen. Ja, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Jo, direkt beim, Ah, da ist er. Ja, ja. Welches Level ist denn der? Warte mal, ich geh mal kurz runter. Weil der ja, ist ja ich kann auch einfach warte die mal. Lupe nehmen. Ich guck mal, welches Level der ist. Der hat Level 6. Hey. David. Ja, wenn der, Level 6 ist, können wir ja in Ruhe lassen. Ja, eben. Hallo. Oh Gott. Na, alles fit bei dir. Vorsicht, da ist noch einer, da kommt zu dir gerade. Okay. Welches Level ist der? Gute Frage. Sehe ich auch. Ist der auch nackig? Ja. Also ich schätze. Ja, wenn die nackig sind, dann können wir sie in Ruhe lassen. Also jetzt hier Level 1 oder 2 zu killen, die hier sind, muss jetzt nicht sein. Das halte ich für unnötig. Ah, der eine war ja höher gewesen im Level, glaube ich, oder? Nee, Level 5 und Level 6. Nee, ich meine, den wir vorhin gekillt hatten. Achso, ja, auf jeden Fall. Der hat ja schon. Deutlich höher.